So, da wären wir wieder. Und in der Zwischenzeit habe ich doch so ein, zwei, drei, vier Dutzend Kommentare gelesen, dass da doch unser verschnörkelter Schlüssel ist. Ich habe keine Ahnung, warum ich den übersehen habe. Also er ist ein wenig schwer zu erkennen, das muss ich schon sagen, aber man sieht schon, dass da was ist. Na gut. Hilft alles nichts. Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir hier nicht großartig rumsuchen müssen, sondern dass wir gleich wieder zurückgehen können nach. Nicht nach da unten, sondern nach da rum. Durch die ganze Dino-Ecke mal wieder. Bis zu der Tür. Und vielleicht hätte ich doch noch schlafen sollen. Dreh Nummer 1. Dreh Nummer 2. Denn die Dino-Ecke war ja recht nervig. Auch wenn wir jetzt die Türen nicht geöffnet oder geschlossen haben. Das heißt, mit etwas Glück ist gar kein Dino da. Hören tue ich schon mal nichts. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, so viel dazu, du Scheiße, oder? Dover Dino. So. Ich laufe einfach weg. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Du zu. Du bist sowieso zu. Ich will jetzt endlich den Schlüssel benutzen. Denn wir haben ja doch recht viel Zeit damit verschwendet, da unten rumzugucken. Und da sind die Statuen von den Gedankenschindern. Also ja, die heißen hier nicht so, aber die sehen fast genauso aus. Hallo, Freunde. Wo ist mein Fire Talk? Fire Talk, Fire Talk, da. Und am besten kämpfen wir so, dass man nur einer zur Zeit kommt. Ja, komm, schmeiß deine Feuerbälle. Die tun uns fast gar nicht weh. Waffe machen wir richtig gut Schaden dazwischen. Ja, man muss es trotzdem nicht übertreiben. So, jetzt sollten wir aber auf jeden Fall schlafen. Aber was haben wir hier? Die Sonne des Hasses. Oh, da war was. Hier weiß ich noch, habe ich auch mal einen Schalter übersehen, nämlich den da. Den drücke ich aber noch nicht. Was haben wir hier? Die Hand, die schlachtet, Augen, die täuschen. Okay. Augen, die täuschen. Hand, die schlachtet. Irgendwas war hier noch mit dem Sockel. Müssen wir gleich mal gucken. So, was hatten wir hier? Hier war die Sonne. Die hassende Sonne oder die Sonne des Hassens? Eins von beiden. Klick. Nehmen wir mal die hassende Sonne. Fehlt noch Westen. Drei uralte Dinge aus der Tiefe. Und das sind drei Zeilen. Das war, glaube ich, auch noch wichtig. Drei uralte Dinge aus der Tiefe. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zu den anderen beiden Schriften und gucke, wie viele Zeilen das jetzt waren. Ich glaube, das waren nämlich so 1, 2, 3. Hier hätten wir dann zwei Zeilen. Wir sind. Ja, wir sind da. Das heißt, dann mache ich mal in Klammern 2 hinter. Und allein, um meine Theorie zu testen, machen wir erstmal wieder Licht. So. Allein, um meine Theorie zu testen, gehen wir jetzt runter und da müsste alles in einer Zeile sein. Tada! Sonne des Hassens oder so ähnlich. So, Enter schreiben wir jetzt 1. Was hat das jetzt mit dem Schalter auf sich? Der Schalter macht, glaube ich, die Tür da auf. Das können wir ja ganz leicht überprüfen. Nee, jupp, das war wirklich leicht. Und sonst haben wir hier in dem Hauptraum. Das ist nicht derselbe Schalter, oder? Doch, ist er. Okay, der Schalter für die Tür, sonst keine Schalter. Jetzt gehen wir in einen der Teleporter rein und dann dürften wir gleich wieder in diesen Raum hier rein teleportiert werden und an der Säule lag dann plötzlich irgend so ein Schriftstück. Das heißt, wir springen jetzt einfach mal in die 1. In der Hoffnung, dass es 1, 2, 3 war.
Wir sind wieder im Hauptraum. Aber es liegt nichts bei der Statue. Okay. Dann halt zwei. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz vorher schlafen. Ich glaube zwar, dass nicht direkt jetzt Monster kommen, aber sicher ist sicher. Die Regeneration kommt mir jetzt einen Ticken langsamer vor. Oh, und ich sollte sowieso mal das Inventar ein wenig ausmisten. Mir wurde jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass da doch ein paar Sachen unpassend wären. Wie zum Beispiel der Fire Talk kam wieder weg und dafür die mehr Erfahrungspunkte. Und den Giftschutzbracer brauchen wir auch nicht unbedingt. Dafür nehmen wir lieber den hier. 15% schneller angreifen. So, das Lurker-Set will ich nicht aufheben. Das ist soweit echt schick. Und wir haben kaum noch Platz im Inventar, aber das ist okay so. So, jetzt können wir bei 2 rein. Wieder hier. Wieder nichts bei deren Füßen. Dann halt 3 uralte Dinge aus der Tiefe. Oh, oder es waren einfach die 3 uralten Dinge aus der Tiefe gemeint. So oder so haben wir die Schriftrolle. Und da drauf steht... das ist die falsche Schriftrolle. Da drauf steht 3213. Okay. 3. Zwei. Eins. Und wieder 3. Also es zielt halt auf die Zeilen ab. Oh, ich glaube, die spucken Gift. Und wenn wir darauf treten, fallen wir runter, weil die Platte hier muss gedrückt bleiben, damit die Platte dazu ist. Also gehen wir jetzt dahin, fangen uns den Schaden ein und legen hier auf die Platte was drauf, damit die Platte zubleibt, damit wir dann gleich darauf gehen können. Einfach machen. So. Tada, das war's schon. Da ist nichts an der Wand. Und ich sehe nichts durch das ganze Gift. Nehmen wir nochmal ganz kurz den Bracer hier und stellen uns da jetzt einfach rein und hoffen einfach mal zwischendurch ein bisschen was sehen zu können. Aber ich sehe da nichts. Oh, es löst sich einfach alleine auf. Praktisch. Ich dachte, das wird irgendwie durchgehend ausgelöst. Aber anscheinend nicht. So, auf der Seite das Ganze nochmal. Aber hier sehe ich auch keinen der offensichtlichen Schalter. Auch das Symbol unten nicht. Also war da wohl nichts. Hier auch nichts. Eine Tür ohne irgendwas. Aber da haben wir eine Druckplatte. Njam, 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 njam. Legen wir einfach mal eine Fackel da drauf. Oder fallen wir einfach runter. Oh, Heilkräuter. Da. So, Fackel kommt wieder mit. Eine Fackelhalterung. Die aber nichts verändert. Ist hier vielleicht irgendwo noch eine? Und ich höre irgendwas krabbeln. Da geht's wohl wieder zurück. Gehen wir einfach mal links rum. Damit es noch was anderes, die Wand lang. Oh, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah, wir müssen hier die Fackeln reinstecken. Also wir brauchen noch ein paar mehr. Dann müssen wir gucken, wo die Schatten sich kreuzen. Und in die Richtung müssten wir dann was werfen. Dadurch kommen wir an das Secret ran. Aber schaffen wir halt jetzt nicht, weil wir keine weiteren Fackeln haben. Aber schön, dass ich mich daran erinnern kann. Hätte ich nicht gedacht. Denn irgendwie kommt sowas immer recht schnell aus meinem Puffer wieder raus, wenn ich ein Projekt durch habe. So, das heißt, hier unten ist nichts. Wieder hoch. Also nichts, was wir gleich machen könnten. Ein Pfeil hätte ich gerne. Und ich würde dann da rüber ruschen und da das reinlegen. So. Was machst du? Du machst den Teleporter weg. Nee, machst du nicht. Aber hier war ein Gitter, oder? Egal, wir rasen jetzt durch. Tada!
Irx. Darauf, darüber. Was für ein Heckmeck. Und noch ein schnörkeliger Schlüssel, den ich diesmal nicht übersehen werde. Den rahme ich jetzt mit Heiltränken ein. So. Da kommt der andere hin. Nur wofür brauchen wir den? Na gut, also da sind wir schon runtergefallen. Also wenn wir hier runterfallen, landen wir irgendwo da. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob wir da jetzt auch runterfallen. Wo wir noch nicht drin waren, war der Teleporter da. Wir warten jetzt, bis die Falltür zugeht, stellen uns da hin und... Okay. Der Teleporter war nur dazu da, uns zurück zu teleportieren. Damit wir es halt richtig teilen mit dem Durchlaufen. Das ist aber jetzt egal. Wir können hier wieder raus. So, das war also die Schriftrolle hier. Und das war's. Also wir sind jetzt hier in alle Teleporter schon mal reingegangen. Aber nur in einer bestimmten Reihenfolge, damit wir da hinkommen. Da haben wir einen Schlüssel gefunden. Wir wissen aber nicht, wo hier noch ein Schlüsselloch ist. Hier war die Lurkerhaube und noch irgendein Gegenstand. Und wir wissen nicht, wo es weiter runter geht. Na gut. Dann gehen wir jetzt nochmal alle Teleporter durch und gucken, ob wir immer wieder in die Mitte gebracht werden. Denn diesmal haben wir keine richtige Reihenfolge, also müssten wir eigentlich immer wieder genau da landen. Außer ist jetzt halt irgendwas freigeschaltet worden, dadurch, dass wir den Schlüssel gefunden haben. Aber das sieht nicht so aus. Nö, wieder hier. Da war der Schlüssel. Da war ein Schalter, da war ein Teleporter, da war noch ein Schalter. Da konnten wir runterspringen, um hier irgendwo zu landen. Nö. Wieder zurück. Das heißt, wir sind jetzt hier fertig. Wie schaut es hier oben aus? Alle Türen scheinen offen zu sein. Warum ist da mitten im Raum eine Tür? Also hier oben waren wir jetzt schon sehr lange. Das war immer die Dino-Geschichte, da sind wir zigmal durchgerast. Hier unten war ein langer Korridor, wo wir die richtige Reihenfolge hin und her slithern, also schlängeln mussten. Hier waren die Gegenstände. Hier war die verschnörkelte Tür, die wir zuerst nicht aufbekommen haben. Weil ich den Schlüssel vergessen hatte. Oder übersehen hatte. Aber wo geht's weiter? Können wir mit euch irgendwas machen? Nee. Na gut, erstmal wieder neues Licht. Klick, klick. Wir hatten jetzt diesen Hauptraum hier abgeklappert nach Schaltern und nur den einen gefunden, aber wir haben nicht die Seitenräume durchsucht. Das können wir doch mal machen. Also wir sind einfach nur reingerast, in den Teleporter gesprungen und das war's. Aber nicht hier die Wände abgeklappert. Das können wir jetzt noch machen und danach wüsste ich nicht wirklich, wo wir weitermachen könnten. Also wir könnten uns gleich mal die Karte angucken und schauen, ob da irgendwo ein Platz ist, also eine Stelle ist, wo genug Platz ist, um einen Weg nach unten zu verstecken. Und dann halt da in der Nähe mal suchen. So, ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Jo. Also hier wohl irgendwo. Das heißt, wir könnten entweder da oben versuchen, hier irgendwo durchzukommen oder nochmal unten durch diesen Hallway. Wobei in den Kommentaren gesagt wurde, dass wir wahrscheinlich nicht nochmal diese Hin- und Her-Geschichte machen müssen, sondern einfach durchrasen können. Das machen wir nochmal kurz. Hier rum, da runter. So, ich laufe jetzt einfach mal stur geradeaus. Und ich laufe sehr lange geradeaus. Aber hat geklappt. Okay, also irgendwo hier auf der linken Seite müsste dann entweder ein Schalter sein. Oder
eine Wand, die durchscheint. Deswegen machen wir erstmal Licht aus. Und tappen ein wenig im Dunkeln. Also, ich suche jetzt nicht nach Schaltern. Ich gucke jetzt, ob es hier irgendwo durchscheint. Und wenn dem dann nicht so ist, dann mache ich die ganze Tour... Oh, eine geschlossene Tür. Oh. So, es hat nichts durchgeschienen, also machen wir jetzt die ganze Tour nochmal mit Licht. Zumal wir, glaube ich, hier auch schon mal nach Schaltern geguckt hatten. Was dafür? Das ist jetzt komisch. Wieso habe ich das letztes Mal nicht mitgenommen? Ha. Ja, okay. Oh, oder vielleicht konnten wir jetzt erst dahin, weil wir das von der Seite freigeschaltet haben. Also hier war ja der Schlüssel. Das heißt, es musste aus der Nische was rausgenommen werden und aus der. Also hier war vorher, glaube ich, der Lurkerhelm drin. Oder was anderes Praktisches. Und hier war der Schlüssel. Das heißt, wenn wir jetzt da was rausnehmen, passiert gar nichts. Was macht die Platte da? Oh gut, speichern wir erstmal ab. Und in der nächsten Folge gucken wir dann da lang, wo dann wahrscheinlich ein Weg nach unten ist. Und probieren ein bisschen mit den Nischen aus, ob man da vielleicht noch irgendein Secret abstauben kann. LP bitteschön groß, 043 und bis gleich.